Komm! Digga, diese blöde Kuh gibt mir nicht aus dem Kopf. Wer? Die ist neu von der Arbeit. Kleine, derbe hochnäsig. Ignorier sie doch einfach. So einfach ist das nicht, Mann. Digga, ich arbeite mit der. Immer kommt sie zu mir. Football ist voll scheiße. Was wird mich das interessieren? Sieht man ja, wie dich das nicht interessiert. Ehrlich nicht. Jetzt mal ehrlich. Findest du sie hot? Was laberst du? Nein, Mann. Oh, Brudi, komm schon. Mir kannst du doch nichts vormachen. Schon vergessen? Nein, Mann. Ich gebe dir jetzt mal einen gut gemeinten Rat. Ochsen macht die Knie schwach. In dieser Phase kannst du die Schwäche nicht erlauben. Also vergiss die Frau. Verstehst du? Aber... Nix aber. Ready fürs Video? Willkommen, Leute, bei Man on Man, eurem Fitnessstudio mit dem extra Kick Testosteron. Heute widmen wir uns einer Übung, die gerne mal falsch gemacht wird, dem Bankdrücken. Ganz wichtig, die Schultern schön unten lassen, damit wir aus der Brust drücken. Die Arme schulterbreit auseinander. Beim Runtergehen sollte die Stange ganz zart die Brust küssen. Beim Hochgehen ausatmen. Runtergehen, einatmen. Und das Wichtigste natürlich, ein guter Spotter! Vollmaschine. Jo, Maschine, alles fit bei dir? Vormaschine. Alter, was trinkst du da ganze Zeit für einen Scheiß? Vormaschine Treibstoff, Mann. Sag mal, was hältst du eigentlich von der? Ganz süß, oder? Hm, geht so, ne? Ach komm, Bruder, ich seh doch, bis du sie hart findest. Was laberst du? Egal, ich wollte dir nur kurz einen Trick sagen. Profitechnik. Wenn du das machst, dann ist vorbei. Das macht jede Frau kaputt, Alter. Kaputt. Was soll das denn? Bruder, du musst zu ihr hingehen und einfach Antikomplimente machen. Verstehst du? Was? Zweck, den Ehrgeiz an, dich zufriedenzustellen. Nagging nennt man das, Psychologie, Mann. Glaubst du? Bruder, vertrau mir doch. Wenn du nicht glaubst, geh und probier's selber aus. Du musst ein bisschen von oben kommen, dann klappt das nur, Bro, Alter. Verfluchte Flaute! Oh, Scheiße. Mach ihn! Oh, Mist. Du pissst doch ins Louvre, um dir das Gesicht zu waschen, oder? Wir sind hier keine Imbissbude! Verstehst du? Wie willst du mal Seezunge zubereiten, wenn du selbst die Spiegeleier verkackst, hä? Mann, was bist du nur für ein Süßwassermatrose? Junge. Mir leid, ich hab doch nur die... Das nützt sich mir jetzt auch nichts mehr, du Eimer! Hier, was? Mach neue! Zack, zack! Und ich sag dir, wenn du die auch nur eine Sekunde zu lange drin lässt, ja? Dann lass ich dich Kiel holen! Verstanden? Yummy. Bestellung für Philipp Westermeier? Jo! Hey, sorry, ich hab gesehen, ihr macht hier Online-Marketing. Kann ich dich vielleicht ein paar Fragen fragen? Absolut, klar. Cool. Aber bevor es losgeht, bitte erstmal mir folgen. Okay. Alles klar, top. Cool. Vielleicht kannst du mir ein paar kleine Tipps geben. Ich versuche gerade meine Social-Media-Präsenz ein bisschen größer zu machen. Kann ich gerne machen, aber für jede Antwort müsstest du einen meiner Posts liken, okay? Ja. Okay, also, wie machst du das eigentlich? Kommt drauf an. Ja, ich meine... Okay, wie kriegt man so viel Followers? Erstens, geht dir jetzt gar nichts an. Und zweitens... Ich gebe dir mal den besten Tipp überhaupt. Schieß los. Vergiss nie, dass du online derjenige bist, der du auch sein willst. In der Form existierst du ja nur in den Köpfen der Menschen.
Ich bin so gesehen gar nicht real. Gute Bestellung? Yep. Ist irgendwas? Nö. Was? Ich irgendwo Fleck oder so? Deine Haare. Was ist mit denen? Die sehen auch nicht so prall aus, ne? Machst du jetzt einen auf Pickup-Artist oder was? Was glaubst du? Ich hab dir in einer Fitness-Bro so einen richtig geilen Insider-Tipp gegeben. Nagging und so. Glaubst du, ich bin bescheuert? Das kannst du mit deinen Kids-Tussen machen, aber nicht mit mir. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Vielleicht war es nur ein Dream, alles für mein Team. Aber Preseason-Hustle gibt mir gerade Energie. Bin ein Young MVP. Vielleicht schaff ich's nach New Orleans. Und vielleicht war es nur ein Dream. Erfolg fällt, das ist meine Eminem-Show. Genug gestruggelt, Boys ready to go. Vielleicht nicht der nächste Deutsche in einem Packers-Trikot. Trotzdem Young ist MVP, als wär ich Patty.